Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Battle Play Mario Kart Wii Online. Hier auf GBA Bowser's Festung Nummer 3. Und diesmal 150 CCM, nicht so wie im letzten Part, da wo es nur 100 CCM waren. Tja, was soll man machen? So, die Blattlang habe ich mal oben, die anderen auch. Wunderbar, bin ich auf dem ersten? Tatsächlich. Mensch, das Glück war mir leider im letzten Part verwehrt. Schade irgendwie, aber was soll man machen? So, und was ich übrigens noch sagen muss, nebenbei. Ja, ich habe ja gesagt, meistens fangen ja zwei Grand Prix, jeden Termin, egal ob Mario Kart Wii oder Mario Kart 7. Aber, lass mich das Item mitnehmen. Ich habe immer vor, jetzt in Mario Kart Wii immer dann, dass wir zumindest den ersten Grand Prix, solange wir eine gerade Anzahl sind, dass das ein Team Grand Prix wird. Sonst könnte es sein, dass dann der zweite ein Team Grand Prix wird, solange wir eine gerade Anzahl sind. So, das Ganze passiert nicht, wenn wir ungerade sind, wie in diesem Part und auch im letzten Part. Denn da waren wir zu siebt. Wir waren zu sieht. So. Okay, und ich wundere mich, warum ich jetzt auf dem zweiten Platz bin und nicht bedroht wurde. Für euch. So. Wenn wir neue Items einsammeln. Da kommt rote Panzer. So. Okay, Freunde. Ich denke mal, heute können wir was reißen. Also sieht ganz so aus, weil die anderen etwas weiter hinten sind. Ich stoße mir gegen jeden Womp nur, um ein paar Items einzusammeln. Lässt für mich in Ruhe. Sehr schön. Hey, das fällt mir jetzt ist auf, dass im letzten Part überhaupt kein blauer Panzer war, zu sehen war. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen losgeschickt hat, während ich noch hinter euch war. So. Wieder abgeprallt. Ich bin Item haben. Oh Mann. Hat sich richtig gelohnt. Maxi-Pilz eingesetzt, Item eingesammelt und mich damit gleichzeitig geplättet. Sehr, sehr nett von euch. Das ist doch sicherlich. Gut, dass wir hier kein Team-Grupp gefahren. Aber naja, bis dann. Egal. So, Korfu, ich mach dich jetzt fertig. Indem ich einfach an dir vorbeifahre und sage, Mist, kein Item. Sonst habe ich doch immer das Glück, dass der goldene Pilz aufhört und dass ich sofort das nächste Item einsammeln kann. Wieso fällt niemand meine Fake-Box? Ihr seid gemein. Bist nur da runtergefallen, Cooper. Sehr interessant. So, schon dritte Runde. Das geht fix. Und bis jetzt haben wir auch einen wunderbaren Platz. Und mit drei roten Panzern wird es noch besser. Ich weiß gar nicht, wie er mich jetzt hier umgerempelt hat. So, Powerblock noch für die anderen. Da haben sie keine Items zum Abwehren und dann werden sie meinen roten Panzern gnadenlos ausgeliefert sein. Okay, Freunde, ich sehe die ersten beiden Plätze. Ich bin gerade noch so rüber geglitscht. Step. Weiß immer noch nicht, wie ich die nennen soll. So, yeah, ich mach euch alle fertig. Ohne Items. Yeah. Weiß nicht, ob es schlau ist, mit einem Maxi-Pilz noch über diese Rampe zu springen oder eben nicht. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Das nehme ich mit. So, drei Pilze. Eins, zwei und Scheiße. Naja. Oh, sehr gut gezielt. Nein. Oh. Nein, nein. Also vielleicht wollte die Pilze einsetzen, noch seine Bombe zu entfliehen. Aber naja, kriegen noch Windschatten. Lohnt sich gar nicht mehr. Vierter Platz. Ja, eigentlich für meine Verhältnisse gut, obwohl ich aus diesem Rennen eigentlich deutlich mehr hätte rausholen können. Also aus meiner Sicht. Irgendwie ein bisschen Pech gehört leider dazu. Irgendwie schade. Naja. So, wann ist denn endlich das Ziel? Die beiden unten schreien sich noch, Luigi und wer es das immer noch ist. Funky Kong, okay. Warum denn? Komm, Funky, fahr nicht ins Ziel. Nee, 30 Sekunden Regel ist um. Und Anselm ist wieder vorne. Hallo Anselm, hallo Step, hallo Corfu, hallo mich, hallo Cooper, hallo Janni, hallo Brettlack. Schön, dass ihr alle da seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Rennen. Ich denke mal, heute können wir was reißen. Wir sind jetzt mitten im Mittelfeld. Wir können auch komplett abstürzen, aber nein, das liegt nicht in meinem Interesse. Bis gleich. So, weiter geht's in den staubtrocknen Ruinen. Die wollten plötzlich so viele wählen. Ist eigentlich durch Zufall erwähnt worden, aber zwei von uns wollten unbedingt die staubtrocknen Ruinen fahren. Weiß nicht warum. So schön finde ich die Strecke gar nicht, wenn man es auf dem Sand gesinkt und so. Und wenn es hier so sandig ist, dass man hier so schlecht fahren kann eigentlich. So, Freunde, jetzt hole ich mir meinen wohlverdienten ersten Platz. Wieder durchgetriggert und naja. So, lass mich in Ruhe, bewerf mich nicht. Das ist gemein. Aua! Oh! Fledermaus hat mich gebissen! So, grüner Panzer, ich beruhige mich einfach so. Lasst mich doch in Ruhe, ich will doch nur meinen ersten Platz haben. So, Brettlack, treffe dich. Irgendwie habe ich ihn getroffen und dann auch wieder nicht. Okay. Hey, die lenkt mich einfach um. Zweimal bin ich jetzt umgelenkt worden von irgendeiner Fledermaus. Ja, lass mich doch in Ruhe, Janni. Schieß jetzt nach vorne, nach das Ding da, los. Schieß das Ding nach vorne. Ich will dich überholen. So. Piss. Behalte ich mich noch? Behalte ich noch? Ich denke mal, ich schaffe es damit darüber, oder? Juhu! Ja. Ah, knapp. Na, geht noch. So, dafür habe ich jetzt den goldenen. Das finde ich noch viel besser.
Und dann, ja. Nein, nein. Und zack. Nimm ich mit. Ach geil, toll. So, ich möchte wieder den Dings haben, ne? Meine Orientierung, genau. So nennt sich das. So, kriege ich noch ein neues Item? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Ich springe sogar das Ding. Ich bin Dritter. Hey, ist doch ganz gut, aber ich werde von zwei Funky-Jungs verfolgt. Ja, und nun geblitzt. Ich bin zu schnell gefahren. Und, ja. Okay, letzte Runde, Freunde. Mal sehen, wie es dann aussieht. Treffe ich den? Nee, explodiert in der Luft. Unnötigerweise. Okay, Freunde. Die überholen uns natürlich wieder radelmäßig, dass sie die Abkürzung nehmen in ihren Pilzen. Das ist natürlich total gemein. Hui! Und dann hier nochmal rüber und... Schaffe ich das? Nee. So, Vierter. Auch gut. So. Okay. Nimm mich mit. Mit Freude. Denn jetzt kann ich euch abschießen. Hoppla. Hoppla. Nein. Ah, scheiße, jetzt schieße ich los und dann genau fährt Kaufen vor meine Schnauze. Oh, wo kommst du denn her? Okay. Kann sein, dass wir einen Disconnect haben? Ich sehe nur einen hinter mir. Ich weiß es nicht. So. Pilz. Pilz. Und Pilz. Vierter. Yay. Wie eben, glaube ich, ne? Da waren wir auch Vierter. Ja, sehr schön. Mal wieder Vierter geworden. Wir bleiben im Mittelfeld. Okay, jetzt hat sich ein bisschen was getan. Lass mal gucken, wo wir jetzt sind. Yay, wir sind auf dem Dritten. Yay. Aber knapp hinter vor Kuofu, muss ich sagen. Und Steph und Ansem haben da auch ihr Battle. Tja. Brettlaken, warst du jetzt noch da? Hast du jetzt das Disconnect gehabt oder nicht? Wir sehen uns gleich im nächsten Rennen. GCN, DK, Bergland. Und was soll ich sagen? Wir sind tatsächlich nur noch zu sechs. Es gab einen Disconnect, aber Brettlaken war es nicht. Und das finde ich deutlich interessant, denn er war ja eigentlich letzter. Und wenn ihr halt einen Disconnect habt, dann bleibt er auch normalerweise letzter, weil er aus dem Ring geflogen ist. Aber es war Brettlaken nicht, denn der fährt ja munter weiter. Und, wo ist er? Janni? Und der müsste jetzt hinter mir sein. Da ist er doch. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt rausgeflogen ist. Das habe ich jetzt nicht sehen können. Tja, was soll ich sagen? Schade. Hätte man doch ein Team Grand Prix machen können, hättest du bloß vorne das Knick gehabt. Tja, schade, aber naja. Hoffentlich hattest du Spaß, wer auch immer du jetzt bist. Und dann, ja, machen wir einfach munter weiter ohne dich, denn ohne dich haben wir mehr Spaß. Lass mich jetzt in Ruhe fahren. Denn wenn ich jetzt Sechster bin, bin ich Letzter, nicht mehr Vorletzter. Und das ist schade. So. Ach Mensch, den wollte ich jetzt auch einmal einsetzen. Nein. Ohne Pilz jetzt. Die Abkürzung. Yay. Oh, ein Item wäre noch übrig gewesen. Lass mich jetzt fahren hier, Mensch. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Ich lasse dich einfach mal vor. Ich spiele Letzter. Nee. Der ist mir noch runtergefallen. Okay. Dann, geben wir jetzt mal Gas. Ich meine, es ist die vorletzte Runde hier. Ich meine, das vollste Rennen. Da muss man mal Gas geben, damit man noch für das letzte Rennen auch irgendwie Power hat. Okay. Ich hoffe, dass die Kamera soweit alles gut aufnimmt. Es kann sein, dass das Bild ein bisschen klein geworden ist. Aber naja. Kann ich jetzt nicht verändern, das wäre sonst ein bisschen doof. So, Sternchen, ich reiß wieder gegen die Wand. Ich bin so schlau. Yay, so. Blauer Panzer. Hab schon lange nicht mehr wieder gesehen. Okay. Willst du mich überholen? Kannst du gerne versuchen, aber schaffst du nicht. Blooper! Das war knapp. So, dich nehme ich mit. Und ein Pilz ebenfalls. So, nee, da fahre ich nicht rein, Freunde. Na. So, sehr schön über die Items gesprungen, das hat sich richtig gelohnt. So, okay, vierter Platz. So wie die letzten beiden Rennen. Bleiben wir auf dem Platz oder will Janni uns das Ganze streitig machen? Wir werden es gleich erfahren. Okay, Janni, ich werde dich in jedem Fall besiegen, das ist doch wohl klar. Hoffe ich mal. Das ist irgendwie doof. Ja, die anderen sind eigentlich auch noch relativ im Reich, weil ich kriege schon wieder einen Stern. Diesmal fahre ich nicht gegen die Wand, nee, diesmal fahre ich zu weit außen. Aha, warum springe ich so doof? So, damit die Kurve schön eng und dann, ja, nochmal die Abkürzung zu nehmen und ich fall runter. So, ah, er nimmt sie nicht, beziehungsweise fällt runter. Ich bin Dritter, hey, das ist doch noch viel besser als der vierte Platz. So, und jetzt habt ihr keine Chance mehr. Ihr kriegt mich niemals. Dritter, und dabei waren wir schon vor auf dem dritten Platz in der Gesamtliste. Das finde ich super. Ich glaube nicht, dass wir noch Chancen auf den ersten Platz haben. Hauptsache, ich halte meinen Platz irgendwie. Ah, okay. Wer ist jetzt weg? Ich kann es jetzt gar nicht sehen. Koffer und Brettlaken, ja, die sind noch da. Cooper ist weg. Och, Cooper. Was machst du denn für Sachen? Ja, Freunde, jetzt sehen wir uns im letzten Rennen. Ich würde es begrüßen, wenn ihr das auch noch angucken würdet. Bis gleich.
Unser finales Rennen machen wir auf den Yoshi-Kaskaden Form DS. Mal wieder so eine finale Piste, die wir schon einmal hatten. Ist leider relativ kurz, aber spannend, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke mal, da können wir was reißen, Freunde, da können wir was reißen. Ich sehe nur drei Funky Kongs auf der Karte, weil wir halt so eng sind. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir jetzt noch drei Disconnects verbuchen müssen. Das wäre scheiße. Irgendwie blöd. Naja, was soll ich sagen. So, ja. Irgendwie freue ich mich nicht so ganz, wenn der Grand Prix vorbei ist, wenn der ganze Termin vorbei ist, nämlich mit diesem Rennen, ist er nämlich. Weil ich dann Hausaufgaben machen muss, ja. Aber es muss ja auch sein, ich fahre jetzt einfach mal durch den Wasserfall durch. Müssen durch den Wasserfall. Da kommt Maxi-Pilz hinter uns her. Der kann uns ja schlecht tappen, wenn wir auch einen Maxi-Pilz haben. Ja, ich kriege ein Item, bin auf dem dritten Platz, habe eine Wolke, ich folge nicht mehr. Kriege ich die da vorne mit der Wolke? Ich glaube eher nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe auch keinen Bock, jetzt stehen zu bleiben. Nein, da rutsche ich nicht durch. So, das wollte ich euch wegnehmen. Damit ich die nächste Wolke einsacken kann, oder was? Was soll denn das? Das ist doch nicht euer Ernst, Jungs. Das ist nicht euer Ernst. Ja, Glück gehabt. Wollen wir mal gehen. Oh Mann, ey. Im Ausrasten sehr, sehr nahe. Komm, das kriege ich hin jetzt. Nicht da reinfahren. Vierter Platz ist gut. Vierter Platz ist super. Ach ja, jetzt sind wir ja zu sechs, deswegen ist der vierte Platz nicht mal so schön wegen der Musik hier, aber naja. Egal. Oh Gott. Ich hoffe, Koffer wird uns jetzt nicht mehr überholen, ne? Ne, hat er nicht. Wir sind auf dem dritten Platz. Anselm und Steph haben beide 50 Punkte. Glückwunsch. Das kriegt man so schnell nicht hin. Ach, hallo an, hallo. Und danke an Kofu, Janni, Bertlang und auch an Cooper, der kurz da war. Danke für euch. Danke an euch, dass ihr da wart. Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder an irgendeinem anderen Tag. Bis dann und auf Wiedersehen.